ganz schön aus der Puste. Warum kann eigentlich der eine viel Sport machen und der andere wenig? Warum hat der eine ganz, ganz starken Herzschlag und der andere kann einen Marathon laufen? Mein Name ist Markus Goller, ich komme von der Fachhochschule Krems und ich werde euch heute zeigen, warum das so ist. Für Sport braucht man nicht nur Muskeln, sondern auch ein starkes Herz und eine gesunde Lunge, damit die Muskeln den nötigen Treibstoff bekommen. Und genau aus diesem Grund schauen wir uns zuerst einmal das Herz an. Wie du in der Schule sicher schon gehört hast, ist das Herz der Motor in unserem Körper. Es versorgt über den großen Körperkreislauf fast alle Körperbereiche und holt sich über den Lungenkreislauf den notwendigen Sauerstoff. Über die Lungen natürlich. Darum sind diese beiden Organe so ganz besonders wichtig. Wie du hier sehen kannst, pumpt unser Herz ganz schön kräftig, damit das Blut in alle Regionen kommt. Bei Kindern bis zu 4 Jahren sind das 100 Schläge pro Minute, bei Jugendlichen 85 Schläge und bei Erwachsenen 60 bis 80. Die großen Marathonläufer schaffen sogar weniger. Was das Herz hier so macht, nennt die Medizin Herzzyklus. Es gibt genau 4 Phasen davon. Die Anspannungsphase, die Austreibungsphase, die Entspannungsphase und die Füllungsphase. Und damit wir das ganz genau beobachten können, können wir das über das EKG ablesen. Dieser große Zacken da beim EKG ist übrigens der Höhepunkt der Anspannungsphase. Für uns beim EKG auslesen ganz, ganz wichtig. Damit das Ganze gut funktioniert, haben wir 2 Herzhälften. Jede Herzhälfte hat einen sogenannten Vorhof und eine Herzkammer. Vom rechten Vorhof kommt das Blut in die rechte Herzkammer. Von hier aus wird das Blut dann über den Lungenkreislauf in die Lunge gebracht. Hier tauschen wir dann das CO2 in unserem Blut gegen den frischen Sauerstoff. Von der Lunge kommt das Blut dann wieder zurück zum Herz, diesmal in den linken Vorhof und von dort in die linke Herzkammer. Von hier aus geht es ab in den gesamten Körper, um all deine Organe und Muskeln mit den notwendigen Inhaltsstoffen gut zu versorgen. Wenn du das Ganze ein wenig beobachtest, siehst du, dass die Klappen im Herz immer wieder auf und zu gehen. Experten aus dem Krankenhaus können anhand eines EKGs all diese Bewegungen lesen und sehen, ob das Herz richtig funktioniert. Damit das Herz so pumpt, brauchen wir einen Taktgeber. Unser erster Taktgeber ist der Sinusknoten. Er macht 60 bis 100 Schläge in der Minute und gibt somit den Haupttakt vor. Diese Taktschläge werden weitergegeben an den AV-Knoten. Sollte aus irgendeinem Grund der Sinusknoten ausfallen, macht der AV-Knoten 40 bis 60 Schläge, um das Herz weiterhin aufrechtzuerhalten. Natürlich gibt es noch weitere Stationen für den elektronischen Impuls. Nun wisst ihr aber, warum das EKG EKG heißt. Elektrokardiogramm. Das heißt, wir messen die elektronischen Impulse vom Herzen. Das Herz selber braucht natürlich auch eine eigene Blutversorgung. Hier gibt es Venen und Arterien. Wir sprechen hier von den Koronargefäßen, die natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. So, genug erklärt. Schauen wir uns mal das Herz von innen an und beobachten ganz genau, wie diese Klappen und diese ganze Dynamik von innen aussieht. Thank you.
Wie ihr wisst, macht das Herz im Normalfall ungefähr 75 Schläge, wenn wir in einem normalen ruhigen Zustand sind. So wie hier. Machen wir ein wenig Sport, steigert sich dieser Herzschlag auf 120 Schläge oder mehr. Sieht ganz schön heftig aus, wenn man dabei zusieht. Doch das sieht nicht nur von außen so aus. Wenn man nach drinnen schaut, sieht man, dass die Herzklappen wesentlich schneller arbeiten und sich dabei auch wesentlich mehr anstrengen, um die Leistung zu erbringen, die wir im Körper benötigen. Wie ihr hier seht, ist der Sinusknoten damit beschäftigt, diese 120 Schläge aufrechtzuerhalten. Das Ganze ist also wesentlich schneller. Jetzt bist du in der Lage, auch das EKG schon ein wenig zu lesen. Wie du hier siehst, hat das Herz 75 Schläge und die Zacken sind weiter auseinander, als wenn wir uns zu einem späteren Zeitpunkt das Herz mit 120 Schlägen ansehen. Das heißt, je enger die Zacken sind, desto mehr strengt sich das Herz offensichtlich an. Hast du den Unterschied gesehen? Wenn nicht, schau dir zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht das Video nochmal an. Aber wozu das Ganze? Wenn du dich körperlich anstrengst, dann brauchst du wesentlich mehr Blut und Sauerstoff in deinen Extremitäten. Das heißt zum Beispiel in deinen Füßen. Unser Herz versucht das zu gewährleisten und arbeitet dafür doppelt so schnell. Bisher haben wir uns nur mit dem gesunden Herzen beschäftigt. Aber wie ist das eigentlich, wenn die Personen nicht ganz gesund sind? Sie zum Beispiel Diabetes haben oder die ganze Zeit etwas Falsches essen? Systematisch beginnt unser Körper, diesen ungesunden Zucker oder andere Stoffe einfach am Herzen abzulagern. Das beginnt meistens ganz oben zuerst und wird dann immer dicker und dicker um das Herz herum. Was natürlich völlig logisch ist, umso mehr Ablagerungen vom Zucker oder vom ungesunden Essen auf dem Herzen sich durch Fett speichern, umso schwerer tut sich auch nachher das Herz beim Pumpen. Denk dran, also es ist ganz, ganz wichtig, immer auf deine Ernährung zu achten. Doch diese Ablagerungen sind nicht nur außenrum. Wenn wir uns jetzt die Herzkranzgefäße anschauen, sehen wir, dass im Normalfall der Blutfluss ganz normal läuft. Siehst du, wie gleichmäßig unser Blut hier drinnen fließt? Kommt es zu Ablagerungen in den Gefäßen, sieht man, dass sich der Blutfluss verändert. Es wird also ein wenig schwieriger, das gesamte Blut weiter zu transportieren. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass es zu keiner Verstopfung kommt. Ernährt man dann sich weiter ungesund und raucht vielleicht auch noch, wird diese Verengung enger und enger, bis irgendwann einmal das Blut kaum mehr in der Lage ist, weiter zu fließen. Ab diesem Zeitpunkt bekommen die meisten Leute eigentlich einen Herzinfarkt. Damit das nicht passiert, setzen Arzt und Pflegepersonen einen sogenannten Stent. Das heißt, wir dehnen das Ganze ein wenig wieder auf, damit der Blutfluss wieder da ist. Sollten die Leute aber nicht zum Rauchen aufhören oder ihre Ernährung ändern, kann sich auch in diesem Gitter leider ganz, ganz viel Ablagerung wieder bilden und wir haben wieder ein Problem. Also nicht rauchen und gut ernähren. So, genug über die Koronararterien und über die Verstopfungen. Ihr erinnert euch aber an die Klappen? Die können natürlich auch durch falsche Ernährung und durch einen falschen Lebensstil ihre Probleme haben. Schauen wir uns das mal von innen an. Schauen wir uns mal einen Klappenfehler anhand der Trikuspidalklappe an. Im Normalfall schließen alle drei Teile der Klappe gut und stoppen das Blut im Herzen ab, damit es zur rechten Zeit loslegen kann. Wie du siehst, ist hier immer alles gut verschlossen und nichts kann in die nächste Kammer dringen.
Kommt es aber auf einer Klappe zu Ablagerungen, schließen die Klappen nicht mehr ganz genau. Das heißt, es kann Blut durch die Klappe fließen, obwohl es zu diesem Zeitpunkt des Herzens das eigentlich nicht tun soll. Schon allein bei dieser kleinen Ablagerung können ganz schön viele Probleme für den Körper entstehen. Also Vorsicht! Noch schlimmer ist es natürlich, wenn diese Ablagerungen auf allen drei Klappen sind. Wie du hier sehen kannst, tut sich das Herz schon richtig schwer, obwohl diese Ablagerungen nur am Rand sind. Ändert man da nicht an die Ernährung oder hört zum Rauchen auf, können diese Ablagerungen auf dem ganzen Herzen bleiben. Ihr seht, wie schwer sich das Herz hierbei tut. Die Klappen gehen weder richtig auf noch richtig zu oder schließen auch gar nicht. Und wieder müssen Ärzte und Pflegekräfte versuchen, das Herz mit einem Ballonkatheter zu retten. Deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass du Sport betreibst, dich gesund ernährst und nicht rauchst. So kann das Herz das leisten, was es leisten soll. So, genug über das Herz. Sprechen wir über die Lunge. Die Lunge ist unser Katalysator in unserem Körper. Hier gelangt das CO2, ein Abbauprodukt von unserem Körper, aus dem Körper und dafür frischer Sauerstoff in den Körper. Aber wie funktioniert das Ganze? Aber fangen wir besser ganz von vorne an. Die Lunge, wie ihr seht, besteht aus mehreren Teilen. Die beiden großen Teile sind der linke Lungenflügel und der rechte Lungenflügel. Der rechte Lungenflügel ist größer und besteht aus drei Lappen. Der linke Lungenflügel ist kleiner und besteht aus zwei Lappen. Aber warum das Ganze? Ganz einfach, das Herz liegt auf der linken Seite vom Brustkorb und deswegen hat die Lunge weniger Platz. Aber wie sieht es eigentlich in der Lunge aus? Schauen wir uns das Ganze mal an. Eigentlich sieht das Ganze im Inneren der Lunge aus wie ein Baum. Deswegen sprechen wir auch in der Medizin und in der Pflege vom Bronchialbaum. Wenn wir einatmen, gelangt die Luft von der Nase oder dem Rachenraum zum Kehlkopf, den du hier oben sehen kannst. Dann geht das Ganze weiter in die Luftröhre. Von der Luftröhre gelangt die Luft in die Hauptbronchien. Erstmal in die Hauptbronchien und dann werden die kleiner und verästeln sich in die Lappenbronchien. Das Ganze wird natürlich kleiner und kleiner und kleiner. Wenn wir tief ein- und ausatmen, gelangt ganz viel Sauerstoff in unsere Lunge. Aber wie oft atmen wir eigentlich in der Minute? Und wie viel Luft ist das? Schauen wir uns das mal an. Ein Säugling atmet 30 bis 40 Mal in der Minute ein und aus. Ein Kleinkind 20 bis 30 Mal, ein Kind 16 bis 25 Mal und die Erwachsenen 12 bis 18 Mal. Im Normalfall atmest du 7,5 Liter ein und aus. Versuchst du aber ganz bewusst mehr einzuatmen, kannst du sogar mit ein bisschen Anstrengung über 10 Liter Sauerstoff ein- und ausatmen. Und so sieht das Ganze von innen aus. Damit unsere Bronchien auch dem Ganzen gut standhalten können, haben sie kleine Knorpelbällchen auf der Oberfläche, damit das Ganze straff bleibt. Hier am Ende der Bronchien sehen wir die Alveolen. Wir nennen sie umgangssprachlich auch Lungenbläschen. Wir haben hunderte Millionen davon in unserem Körper. Und das ist der Ort, an dem wir den Sauerstoff ins Blut bekommen und das CO2 vom Blut in die Atmung stecken. Nun können wir das ganze schlechte CO2 ausatmen, damit kommt es aus dem Körper. Dieses komische Netz um die Lungenbläschen ist die Blutversorgung. Das Rote sind die Arterien und das Violette sind die Venen. Sie werden im Körper immer so dargestellt. Wenn wir uns diesen Gasaustausch von innen ansehen, sieht das Ganze so aus. Der gute Sauerstoff kommt wie gesagt ins Blut und das graue CO2 wird wieder ausgeatmet. Wenn du also einen gesunden sportlichen Körper hast, sollte das normalerweise überhaupt kein Problem sein. Aber wie ist das bei Menschen, die Asthma haben? Was passiert da eigentlich?
Beim Asthma bekommt man eine Schwellung oder eine Verkrampfung in der Lungenschleimhaut. Allein in Amerika zum Beispiel haben über 25 Millionen Menschen diese Erkrankung. Sie ist also eigentlich gar nicht selten. Durch eine Entzündung wird hierbei das Atmen richtig schwierig. Die meisten Menschen bekommen dies durch Pollen oder durch Tierhaare, die sie nicht vertragen, aber auch natürlich durch Staub oder durch Rauch. Sogar bei einer leichten Version der Krankheit ist, wie du siehst, alles entzündet. Sogar die Luftröhre ist davon betroffen, wie man hier sieht. Je mehr Entzündung in der Lunge vorhanden ist, desto schwerer tun sich die Menschen mit dem Atmen. Sie beginnen auf einmal schneller zu atmen, da sie krampfhaft versuchen, mehr und mehr Sauerstoff in die Lunge zu bekommen. Leider ist diese Erkrankung nicht heilbar. Bei der stärksten Stufe des Asthmas kommt es richtig zur Atemnot. Weil das Ausatmen immer schwerer fällt, wird auch das Luftholen zum Problem. Häufig ist die zunehmende Luftnot mit einem bedrückenden Engegefühl in der Brust verbunden. Und das macht den Leuten so richtig Angst. Wichtig ist also, wenn jemand in deiner Umgebung einen Asthmaanfall hat, dass du ihn versuchst zu beruhigen, sodass er sich auf seine Atmung konzentrieren kann. Schauen wir uns mal die Atmung genauer an. Wie ihr schon gesehen habt, tauschen wir bei jedem Atemzug viel Luft und viel CO2 aus. Bei dieser Aktivität ist die gesamte Lunge am Arbeiten. Aus diesem Grund können wir gemütlich ein- und ausatmen und wir strengen uns nicht mal dabei so richtig an. Sind die Bronchien entzündet oder durch einen Krampf verengt, kommt viel weniger Sauerstoff in die Lunge rein und natürlich viel weniger CO2 aus der Lunge heraus. Aus diesem Grund beginnen dann die Menschen schneller zu atmen. Sie versuchen, das CO2 abzubauen und schnell frischen Sauerstoff zu bekommen. Leider ist das in diesem Fall gar nicht so einfach. Wenn das Asthma die stärkste Stufe erreicht hat, kommt fast gar keine Luft mehr in die Lunge. Hier haben die Menschen wirklich Angst zu ersticken. Da ist es ganz wichtig, diese Menschen zu beruhigen und aufrecht sitzen zu lassen. Was jetzt nur noch hilft, ist ein Asthmaspray oder ein spezielles Medikament, das eine Pflegefachkraft oder ein Arzt mit einer Spritze spritzt. Ein Asthmaspray hilft der Person also ganz schnell. Jetzt sollte sie also wieder bessere Luft bekommen. Darum sollte jeder Mensch mit Asthma seinen Spray immer dabei haben. Ihr erinnert euch an die Bronchien? Wie ihr hier schon einmal sehen konntet, ist die Schleimhaut normal dick, es gibt keinen Schleim, der beim Atmen behindert und es ist auch nichts entzündet. So sollte eigentlich eine gesunde Lunge aussehen. Auch das Gewebe drumherum ist nicht entzündet. Bei Personen mit Asthma kann man ganz klar eine Verdickung der Schleimhaut sehen. Außerdem befindet sich Schleim in den Bronchien. Das Gewebe in der Lunge ist entzündet. All diese Sachen macht das Atmen um ein Vielfaches schwieriger. Hat man das Asthma nicht nur leicht, sondern schwer, bekommt man wirklich kaum mehr Luft. Die Schleimhaut ist ganz stark verdickt und auch der Schleim behindert beim Atmen. Das gesamte Lungengewebe ist sehr stark gereizt und wie ihr sehen könnt, ist die Entzündung wirklich stark. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie schlimm das für die Person sein muss, wenn man kaum mehr Luft bekommt. Hier hilft nur noch der Asthmaspray. Durch den Spray schwillt die Schleimhaut ab und die Verkrampfungen der Muskulatur lösen sich. Bei schweren Anfällen reicht es aber nicht. Man braucht hier zusätzlich Sauerstoff. Deswegen sollte man bei einem schweren Asthmaanfall immer gleich die Rettung rufen lassen. Während ich euch ein wenig über Asthma und Sport erzähle, sehen wir uns in der Zwischenzeit die Veränderung bei Asthma in den Lungenbläschen an. Sollen also Menschen mit Asthma wirklich Sport machen? Aber natürlich, alle Ausdauersportarten sind bei Asthma sehr gut geeignet. Man kann also schwimmen gehen, Radfahren, skaten, wandern oder sogar tanzen. Diese Sportarten stärken nicht nur das Herz, sondern verbessern die Atmung der Lunge. Man sollte sich aber nicht überanstrengen. Ein Intervalltraining zum Beispiel, das wäre keine gute Idee. Ihr müsst aber viele Erholungsphasen einbauen und euren Sport eurer Lunge anpassen. Mit der Zeit verbessert sich dann eure Atmung.
Kommen wir nun zum letzten Thema. Rauchen, COPD, die Lunge und Sport. Was wir hier gleich sehen werden, ist die sogenannte chronische Lungenerkrankung, auch COPD genannt. Es ist eine wirklich gefährliche Erkrankung. Diese Erkrankung haben auch ganz, ganz viele Menschen auf der Welt. Im Jahre 2016 waren es 251 Millionen Menschen, die COPD hatten. Die meisten davon haben die Erkrankung durchs Rauchen oder weil sie in der Arbeit, zum Beispiel beim Bergbau oder beim Häuserbauen, sehr, sehr viel Staub einatmen. Leider kann man auch durchs Rauchen der anderen Personen COPD bekommen. Dies nennt man Passivrauchen. Hast du gewusst, dass über 7000 Chemikalien im Rauch einer Zigarette sind? Durch diese ganzen Chemikalien wird die Lunge irgendwann mal grau und später dann schwarz. Alles, was schwarz im Körper ist, ist normalerweise kaputt und kann nicht mehr gerichtet werden. Wir sprechen hier vom nekrotischen Gewebe. Bei der Atmung sieht das bei COPD noch schlimmer als bei Asthma aus. Wie ihr mittlerweile wisst, ist bei dem Ein- und Ausatmen ein reger Austausch zwischen Sauerstoff und CO2 da. Die Schädigungen der Lunge bei COPD wirken sich hierbei noch viel schlimmer aus als bei Asthma. Darf man dann überhaupt noch Sport machen? Mit leichter und mittelschwerer COPD sollte man sogar ganz viel Ausdauertraining machen. Es hilft. So wie bei Asthma. Bei einer schweren COPD haben die Leute oft viel weniger Muskeln. Sie müssen zuerst ein Krafttraining nutzen, um diese Muskeln wieder aufzubauen. Was hier auch toll hilft, ist eine Art Physiotherapie. Eine wirklich wirkungsvolle Methode, um Störungen der Atmung zu behandeln. Schauen wir uns das Ganze wieder in den Bronchiolen an. Die kennt ihr ja schon. Hier wie immer zu sehen, der Sauerstoff-CO2-Austausch. Auch den kennt ihr mittlerweile gut. Je schlimmer die COPD ist, desto zerstörter ist aber das Lungengewebe. Wenn man zusätzlich noch Raucher ist oder in der Arbeit mit viel Staub zu tun hat, lagert sich der gesamte Teer oder die Chemikalien in der Lunge ab. Das wird dann irgendwann einmal zu einer teerig-schleimigen Masse, die durch die Bronchien fließt und natürlich einen beim Atmen hindert. Zusätzlich stirbt das Gewebe immer mehr durch diese Einflüsse ab. Die Menschen brauchen dann wirklich starke Medikamente. Und sind wir uns mal ehrlich, schön schaut das Ganze wirklich nicht aus. Zu guter Letzt der Blick auf die Lungenbläschen. Natürlich sieht man hier auch die Veränderungen. Aus dem normalen Gewebe wird irgendwann einmal alles zu einer schleimigen Masse. Auch hier erinnert das Ganze irgendwann eher an eine Alien-Landschaft aus dem Kinofilm, findet ihr nicht? Wie gesagt, gesund ist das Ganze auf keinen Fall. Wichtig ist es, hier mit Sport dagegen zu halten, zu arbeiten und unbedingt nicht mehr zu rauchen. Am besten damit gar nicht anfangen. Wenn ihr also gesund leben wollt und sehr alt werden wollt, solltet ihr auf die Ernährung achten, nicht rauchen und natürlich Sport betreiben. So sehen das Herz und die Lunge meiner Meinung nach am besten aus. Findet ihr nicht? So, das war's für heute. Jetzt aber zurück auf die Straße. So, ich hoffe, die Stunde war interessant für euch. Wenn ihr Pflegefachkraft werden wollt oder Mediziner oder einen anderen Gesundheitsberuf wählt, dann seid ihr bei uns natürlich genau richtig. Und jetzt gibt es ja noch zum Abschluss einige Quizfragen, die wir euch einspielen werden. Also, bis dann!